Hallo, herzlich willkommen hier auf der ARD-Bühne bei der Buchmesse. Mein Name ist Jennifer Siegler, ich bin Moderatorin beim hr-Fernsehen, moderiere die Hessenschau Kompakt, außerdem beim KiKA die Kindernachrichten-Logo. Und da passt es auch ganz gut, dass ich heute hier eine Gesprächsrunde moderiere zu einem Film, der, wie ich finde, Kinder und Erwachsene gleichermaßen begeistert. Und zwar geht es um eine hr-Eigenproduktion, die am 26. Dezember im Weihnachtsprogramm der ARD läuft. Und zwar das Märchen vom Schlaraffenland. Und dazu begrüße ich ganz herzlich auf der Bühne die Schauspielerin, eine der Hauptdarstellerinnen, Clara Deutschmann, außerdem die Redakteurin Patricia Vasapollo und den Herrn, der zuständig ist für die visuellen Effekte. Das ist Frank Vogt. Ein Applaus bitte. Ja, bevor wir zur Einstimmung mal einen kurzen Ausschnitt zeigen, der Film lief auch gerade hier im ARD-Kino, vielleicht haben es auch einige gesehen, wollte ich mal kurz bei euch nachfragen. Wir haben auch gesagt, wir duzen uns, weil man sich beim Kinderfernsehen, beim Fernsehen generell eigentlich immer duzt, dass ihr mal kurz in einem Satz sagt, was das Besondere für euch an diesem Film war. Ja, das Besondere für mich war als Postproduktionsleiter, dass wir relativ viel künstlerische Freiheiten hatten bei 30 Minuten Film. Normalerweise kriegen wir alles immer vorgeschrieben und das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, für uns redaktionell war es natürlich sehr spannend, dem Frank zu ermöglichen, die künstlerische Freiheit zu haben, dass wir über die Hälfte des Filmes eben mit virtuellen Effekten gemacht haben. Das war sehr besonders. Und für mich als Schauspielerin war sehr besonders die Mischung aus Bühne und Film, weil wir ja den kompletten Film eigentlich in einem Studio gedreht haben, wo wir gar nichts hatten, außer eines grünen Teppichs. So. Und alles andere haben wir uns vorgestellt. Das war sehr spannend. Mal kurz drei Sätze zum Film. Es geht um Paul, der lebt in ärmlichen Verhältnissen, liebt seine kleine Schwester über alles und die wird krank. Er muss Geld besorgen, weiß nicht wie und hört vom Schlaraffenland, wo es Geld und Gold im Überfluss gibt, ganz viel zu essen und versucht eben dieses Schlaraffenland zu finden und schafft es nach einigen Hindernissen auch und wir schauen dann mal eben in den Film rein. Rein. Oder eine Frucht. Milchgeblumse, Schokominzmanns, Zimtelmuse, Erdbeernane. Was schmeckt am besten? Schokominzmanns. Obwohl, nein. Milchgeblumse. Ah, ich meine Zimtelmuse. Die sind alle gut. Was schaust du da? Was die Wolke da wohl ist. Ein Apfel oder eine Birne? Oder nein. Dann ein Sahne-Baiser. Ah, ist ja auch egal. Ich glaube, sie ist eine Pfeife. Ah ja. Ja, das könnte sein. Oder nein, vielleicht doch eher eine Schnecke. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Das geht dir wohl öfter so. Aber du siehst anders aus. Ich bin gerade erst gekommen. Woher? Von drüben. Von hinter dem Hügel da? Nein, von hinter der Mauer. Welche Mauer? Der Griesbeinmauer. Ich habe mich durchgefuttert. Siehst du? Pralina. Paul. Ja, Clara, du hast ja dieses Schlaraffenland beim Spielen überhaupt nicht gesehen. Das war in einer Blue Box. Wie war das für dich, mit einem Hintergrund zu agieren, den du gar nicht gesehen hast? Also eigentlich, was ich vorhin schon meinte, ist so, durch die Bühne bin ich es ein bisschen gewöhnt, mir die Dinge vorzustellen, die
mit denen man umgeht. Also wir hatten ja schon Requisiten, hatten wir tatsächlich, vieles zumindest, also die fliegenden Hühnchen natürlich nicht, aber alles, womit wir direkt gespielt haben, das hatten wir. Und ja, alles andere, das war eigentlich total schön, weil es natürlich dadurch unserer Vorstellung überlassen war, wie dieses Schlaraffenland aussieht. Und jetzt ist es total spannend zu sehen, wie es sich jemand anders vorgestellt hat. Und es ist wunderschön geworden, aber es ist natürlich ganz anders, als ich es mir beim Drehen vorgestellt habe. So, weil es jeder sich selber hat vorstellen können. Du hast den Film ja gerade eben das erste Mal gesehen. Wie war es für dich? Aufregend, total aufregend. Ja. Und wie hattest du es dir vorgestellt? Anders? Ja, ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen. Es ist einfach die Bilder, die entstehen, wenn man von diesen Orten spricht, wie das ja oft passiert im Film, dass man irgendwie sagt, da und da vorne ist das Casino und da kann man so viel spielen, wie man möchte und so. Und dann entstehen ja Bilder im Kopf, die, glaube ich, wahnsinnig individuell sind einfach. Und in dem Moment, wo man es dann sieht, ist es wie ein bisschen überschrieben. Also ich kann es jetzt gar nicht mehr so wieder hervorrufen, sondern jetzt ist es so, wie es da ist. Und jetzt ist es schön so. Pralina will ja dann, verliebt sich so ein bisschen in Paul und möchte dann mit ihm in diese drüben Welt, also sie möchte dem Schlaraffenland entfliehen, obwohl man ja eigentlich denkt, das Schlaraffenland ist ja das größte aller Gefühle, da will jeder hin. Kannst du Pralina verstehen? Ja, sehr, sehr. Auf der einen Seite ist es natürlich großartig, alles zu haben und sich nicht besonders anstrengen zu müssen vielleicht, und auf der anderen Seite ist es natürlich, fehlt jegliche Art von, was einem am Leben hält, ja, und was einem irgendwie den Tag bestreiten lässt, wenn man eigentlich sich um nichts bemühen muss. Und immer, also man wird sehr lethargisch und sehr, ja, es passiert halt eh alles. Und das fehlt der Pralina, glaube ich, total, zu sagen, okay, es kann auch mal was schief gehen und ich muss mich jetzt entscheiden, sonst passiert hier nichts. Und das kann ich sehr gut verstehen. Ja, ich fand besonders lustig, als sie das erste Mal geschwitzt hat. Ja, das hat mir auch großen Spaß. Als du das Drehbuch bekommen hast, hast du da gedacht, dass diese Produktion so aufwendig wird? Ich hatte gar keine Vorstellung davon, wie das funktioniert mit Blue Box und all dem. Und ich habe das Buch gelesen, hatte wahnsinnig große Lust auch auf diese Art von Märchen. Also einfach diese untypische Geschichte eben von dem Schlaraffenland. Das ist ja nicht so ein ganz klassisches Märchen. Und habe irgendwie gedacht, ich lasse das mal auf mich zukommen. Also mal gucken, was passiert. Aber die Geschichte ist total schön und ja. Für Kinder zu spielen ist sowieso wunderbar. Ja. Ja, wir gucken jetzt mal ins Making-of des Films rein, damit wir mal so ein bisschen eine Ahnung bekommen, wie diese Produktion abgelaufen ist. Klar, dass im Schlaraffenland ein Milchbach fließt. Nur wie kriegt man das im Film hin? Im Studio wäre das viel zu aufwendig gewesen. Also wurde ein Bachabschnitt mit Milch aufgefüllt. Ein ganz realer Milchbach also. Kleopatra wäre entzückt gewesen. Gepanschte Wassermilch und Erdbeeren aus Styropor. Das Schlaraffenland. Mehr Schein als Sein. Die Kamera mit Regenmantel. Ein bisschen weniger Fluss, ja, sowas, noch ein weniger eigentlich. Die große Erdbeerschlacht steht auf dem Drehplan. Äpfelchen voller Vorfreude und ein Regisseur, ich trau mich nicht, der sich diebisch auf einen ganz besonderen Einsatz freut. Wir sollten sie auf keinen Fall durchlassen. Eine schöne Sauerei, die allen richtig viel Spaß gemacht hat. Ja, Patricia Vasapollo, du hast die Redaktion für diesen Film gemacht. Da waren ja unfassbar viele Gewerke des HRs eingebunden, oder? Also unfassbare Kostüme, dann die Bühne, die gemacht wurde, dann irgendwelche Milchbäche. Das war richtig viel zu organisieren, oder? Absolut. Also wir haben in der Drehzeit
praktisch den HR lahmgelegt, weil fast alle Werkstätten sich an der Produktion beteiligt haben, von der Schneiderei über die Schreinerei. Wir haben dieses, das sieht man jetzt nicht, das Boot gebaut praktisch. Wir haben auch in den technischen Gewerken sehr viel selbst gemacht, die Mischung, den Schnitt. Das ging dann Hand in Hand mit der Postproduktion. Also da waren wir alle gefordert und vor allen Dingen haben wir das Studio 1 für den gesamten Sommer lahmgelegt. Was ist das Aufwendigste, was der HR je produziert hat? Vom Märchen? Aus meiner ganz subjektiven Einschätzung denke ich ja, aber ich kann es nicht belegen. Aber es war schon sehr, sehr aufwendig. Was war denn die Herausforderung des Stoffes des Schlaraffenlandes? Ja, das war tatsächlich eine Herausforderung, weil das Märchen an sich sehr, sehr kurz ist. Im Grunde ist das nur aus literarischer Sicht ein Topos. Ja? Das Schlaraffenland ist das Land, in dem Milch und Honig fließt. Und mehr ist es eigentlich nicht. Es ist die Beschreibung eines Zustands, ja, wie Arkadien, die Glückseligkeit. Und im Grunde war die Herausforderung, eine Geschichte dazu zu erfinden, weil im Endeffekt, in dem Moment, wo man das Schlaraffenland findet, ist die Geschichte eigentlich zu Ende erzählt, weil man, dann will man da bleiben und da geht es einem gut. Und insofern mussten wir einen Kontrapunkt setzen, also von der Drehbucharbeit her, und einen Weg finden, warum man da eigentlich auch wieder weg will. Und das ist das, was Clara ja schon beschrieben hat, dass es einfach zu Lethargie führt, zu Übersättigung, zu Desinteresse, dass keiner mehr irgendwie motiviert ist, irgendwas zu tun. Und wir wollten eben diesen materialistischen Überfluss die Liebe entgegensetzen, die Liebe, die stärker ist und die einen dann auch wieder in die Trübenwelt zurückholt, weil der Bruder eben seine Schwester retten will und das am Ende mehr wert ist, als immer Törtchen essen zu dürfen. Apropos Törtchen, Uwe Ochsenknecht spielt in dem Film auch mit und ich glaube, als ich den Film gesehen habe, er hat nur auf einem einzigen Stuhl gesessen während der gesamten Dreharbeiten und hat die ganze Zeit Törtchen in sich reingestopft. Es war, glaube ich, nicht sehr schwer, ihn dazu zu überzeugen, diese Rolle zu übernehmen, oder? Das kann Clara von den Dreharbeiten besser. Aber ich glaube, er hatte einen Riesenspaß. Und die Erfahrung haben wir mit dieser ARD-Reihe generell jetzt auch schon gemacht bei den Märchen, dass die ganzen großen Namen, wir hatten ja alle Veronika Ferres, Iris Berben, das hat ja jeder schon mal mitgemacht, die haben da eine riesige Freude. Die kommen von sich aus und sagen, wir möchten gerne auch mal beim Märchen mitspielen, weil sie da sich frei fühlen und mal was komplett anderes machen können. Ja. Uwe Ochsenknecht musste danach, glaube ich, auf Diät, oder? Ja, wahrscheinlich. Aber ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, hatte er so einen mega Bauch auch umgebunden und so. Also es war viel, viel Kostüm auch. Und wir dürfen auch nicht vergessen, Claras Papa hat ja auch mitgemacht, der Heiko Deutschmann. Das war natürlich für uns ein Riesenglück, ja, so tolle Leute dabei zu haben. Wie ist das denn, also ihr produziert ja immer wieder der HR, Märchen für die ARD. Wer guckt die denn? Ist das ja eigentlich ein Kinderfilm? Das würden jetzt meine Kollegen vehement würden die widersprechen, weil das ist tatsächlich der klassische Familienfilm in der ARD. Und wir haben wirklich, deshalb gibt es diese Reihe auch jetzt inzwischen schon so lange, seit 2008. Da sitzen wirklich Leute von 3 bis 93. Die gesamte Familie an Weihnachten, das ist inzwischen schon ritualisiert. Erster, zweiter Weihnachtsfeiertag gibt es die Märchen und da gucken eigentlich alle. Zumindest was die Quotenforschung sagt. Ach, wen man noch erwähnen könnte, wäre der Edeka-Mann, der ja auch mitgespielt hat. Herr Lichtenstein, vielleicht können Sie zu dem noch mal ein, zwei Sätze sagen, warum Sie sich für ihn entschieden haben. Naja, den haben die Zuschauer jetzt nicht gesehen, aber wenn Sie alle an Weihnachten gucken, dann sehen Sie ihn. Der Mann, der durchs Schlaraffenland führt, ist Friedrich Lichtenstein. Und den kennen die ein oder anderen vielleicht aus der Edeka-Werbung. Das ist der Supergeilmann. Und wir haben uns ganz bewusst für ihn entschieden, weil wir gedacht haben, er steht als Symbol für Überfluss und Überfütterung und von allem zu viel. Und der hat das auch wirklich sehr wunderbar gespielt, diesen Schlaraffenlandmann. Wie begeistert waren Sie denn dann von der virtuellen Welt, die Frank Vogt dann erschaffen hat? Weil Sie haben ja gesagt, Sie haben sehr viel Freiraum gelassen und dann hat er ja einfach quasi machen können, was er wollte. Das hätte ja auch total schief gehen können. Also sind Sie denn also zufrieden? Ganz sowas nicht. Wir hatten ja noch einen Szenenbildner und einen Regisseur dazwischen. Die haben natürlich auch viel mitgeredet, aber wir waren natürlich relativ begeistert, weil man muss an dieser Stelle wirklich sagen, wir hatten nicht mehr Geld
als die normalen Märchen. Wir hatten das gleiche Budget wie ein normal real gedrehtes Märchen und da hat der Frank wirklich gezaubert. Also wir wirklich für das, was wir an Budget hatten, man kann das ja nicht vergleichen mit anderen Produktionen, war das unfassbar, was da geleistet wurde. Also wir haben jetzt leider, wir haben noch ganz spektakuläre Innenräume und die sind sehr beeindruckend. Aber da kann der Frank mehr zu sagen. Wir gucken einfach gleich mal an, also ich würde sagen, wir schauen mal an, was Frank gezaubert hat. Der Compositor setzt die verschiedenen Bildebenen zusammen und so wird dann aus einer tatsächlich existierenden Treppe, einem gemalten Hintergrund und einem digital gebauten Palast eine Szene im Film. Ah, ist dein Papa eigentlich auch so viele Törtchen? Törtchen? Ja. Nein, die haben nur die Reichen. Wie? Vielleicht kannst du mal erklären, wie genau man das macht. Ja, erst noch mal vorweg, ich alleine habe das natürlich nicht gemacht, sondern wir waren ein Team von 12 Personen. Und der Setdesigner Alexander Wolf hat auch sehr großen Einfluss halt darauf gehabt. Und ja, was braucht man? Man braucht einen Computer, einen sehr guten Künstler, die alle malen und zeichnen können bei uns, weil sonst funktioniert das eigentlich nicht. Vieles kommt aus dem Rechner, das hat man hier mit dem Tempel gesehen. Der wird 3D gebaut, ein virtuelles Modell und dann berechnet der Rechner das Bild. Aber gleichzeitig hat man auch schon im Bericht gehört, wurde gemalt. Das heißt, teilweise sind Hintergründe wirklich in Photoshop gemalt worden oder als Collagen aus Fotos zusammengestellt, die dann übermalt werden. Und zum Schluss, der Compositor hat man auch gesehen, den Björn Bechstein, meinen Kollegen, der bringt diese Ebenen zusammen. Wir haben zum Beispiel einen gemalten Himmel, dann ein 3D-Modell, das gerendert wurde und den Schauspieler als Mittelgrund und davor kommt dann oft auch noch ein Foto von einem Baum oder einer Erdbeere und das wird dann ähnlich wie bei einem Pop-up-Karten, Grußkarte zusammengestellt. Die kennt ja jeder, diese Bücher, so kann man sich es eigentlich vorstellen. Und ihr habt euch ja beim Malen quasi auch an Malereien orientiert. Ja, also wir wollten absichtlich eine Welt erschaffen, die sich stark von der realen Welt unterscheidet und als Grundlage diente vom Design her die Malerei des 16. Jahrhunderts. Dort sind die Perspektiven eigentlich ausgeschaltet, es gibt kein geführtes Licht. Das sind eigentlich Suchbilder, wo man einzelne Elemente finden kann. Und das haben wir uns als Vorbild genommen, um so eine etwas statische, irgendwie tote Welt zu schaffen, die aber auch fröhlich ist von den Farben her. Also es war eine Herausforderung vom Regisseur und vom Szenenbildner an uns, dass wir das hinkriegen. Wir haben dann noch viel Research betrieben im Internet, auch die Farbigkeiten und ich denke, dass uns ganz gut gelungen ist. Was ich aber so vorhin mal rausgehört habe, ist, dass ihr schon auch Bedenken hattet, ob das so ankommt, oder? Man immer. Ja. Das hat man immer. Man weiß ja nie so genau, wie es wird. Man hat, wie Clara das beschreibt, auch selber eine Vorstellung und scheitert oft an den Möglichkeiten, die man hat, wächst über sich heraus an anderer Stelle. Das ist immer ein Wabonspiel. Aber also, wie gesagt, es gibt Szenen in dem Film, wo wir bei der Erstabnahme mit offenem Mund davor standen, der Fresstempel zum Beispiel, also gerade die Innenräume, wo wir sehr üppig auch im Vordergrund im Studio gestaltet haben und wo das dann mit der Üppigkeit noch verstärkt wurde, wo das sind wirklich barocke Suchbilder und da waren wir natürlich sehr stolz drauf. Man muss ja, glaube ich, sehr viel vorher bedenken, wie die Schauspieler sich bewegen müssen und so, weil man dann ja im Nachhinein vielleicht da sitzt am Computer und man denkt sich, oh, da ist irgendwas falsch gelaufen, das habe ich vorher nicht bedacht, ist sowas passiert, gab es da Pannen? Also ich weiß nur eine Situation, das war gleich am Anfang in der ersten Drehwoche, als wir diese Treppe, die wir gerade gesehen haben, gedreht haben. Und da standen nur zwei blaue Wände, weil wir die Originaltreppe ja nehmen wollten. Und ich musste schräg kreuzen.
Und wir hatten das fertig gedreht und dann fiel jemand, einem von euch auf, dass dadurch, dass mein Dutt so groß war und da so viele Haare rauskamen, dass das über eine blaue Wand hinüberging und deswegen die Haare da so rausstanden und dann mussten wir das nochmal drehen, weil ihr das nicht raus hättet rechnen können. Also in dem Moment, wo man nicht mehr vor dem Blau ist, sondern vor der realen Welt, geht's nicht mehr. Und das heißt, mein Dutt musste nochmal in die blaue Wand rein. So. Und im Nachhinein, gab es auch irgendwas, was dann nicht funktioniert hatte? Ja, es passiert immer irgendetwas Unerwartetes. Ungefähr 20% bei so einem Bluebox-Dreh sind Überraschungen. Also da wird dann sehr viel Handarbeit nötig und das kostet dann auch die Zeit. Wenn alles nach Plan läuft, ist das schön, aber so 20% denkt man sich, Mist, hätte man das doch anders geplant. Im Nachhinein ist man dann immer schlauer und ja, das passiert. Das ist aber ganz normal bei einer Produktion mit so vielen Effekten. Es gab ja, Sie haben es also alle vorhin schon mal angesprochen, auch ein bisschen Geldknappheit. Wie sind Sie damit umgegangen? Fantasie. Naja, also mit einem hochmotivierten Team und mit einem unermüdlichen Einsatz von McNamara, der Firma von Frank Vogt, die wirklich, das muss man an der Stelle sagen, weit über Gebühr geliefert haben. Ja, wir haben... Das ist aber oft bei so Filmen so, das gilt auch für die HR-Mitarbeiter, da wird dann irgendwann auch nicht mehr drauf geguckt, wie viele Stunden man schon dran sitzt, weil man einfach will, dass es schön wird, ja. Und man, alle entwickeln so einen Enthusiasmus, aber wir sind schon, glaube ich, alle inklusive uns an die Grenzen gekommen, aber wenn man sich's dann anschaut, ist man natürlich auch glücklich. Ja, also ich muss auch sagen, mir hat das auch sehr, sehr gut gefallen. Ich kann nur allen raten, das Märchen anzugucken. Es läuft am 26. hatten wir gesagt, ne, gegen 14 Uhr in der ARD. Ja, zweiter Weihnachtsfeiertag. Wie viele Märchen sind das insgesamt, die da laufen? Also dieses Jahr sind es 4. Wir haben ja immer neue Titel. Nach uns läuft Hans im Glück. Und am ersten Weihnachtsfeiertag läuft das singende, klingende Bäumchen. Und... Hilfe, jetzt habe ich gerade einen Blackout. Ach genau, Prinz Lupine, Fee Lupine und Prinz Himmelblau. Und sind Sie jetzt eigentlich schon in der Planung des nächsten Märchens? Da ist die ARD gerade in der Entwicklung. Wir überlegen gerade, es sind natürlich, muss man sagen, 42 Titel inzwischen. Die großen Titel sind alle verfilmt. Und jetzt bleiben viele Titel, die mit Tieren zu tun haben, der Hase und der Igel, der Wolf und die 7 Geißlein. Und da kommen wir dann in den Voll-CGI-Bereich. Und das wird schwierig. Ja. Müssen wir mal schauen. Wir sind noch alle am Recherchieren und wir lesen Märchen, Märchen, Märchen. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir nächstes Jahr eine Staffel wieder hinkriegen. Und Clara, würdest du gerne wieder in einem Märchen mitspielen oder reicht's jetzt erstmal? Immer, Märchen immer. Aber wahrscheinlich muss ich jetzt ein bisschen warten, bis es nächstes Mal ein Märchen gibt. Aber es macht auf jeden Fall, es ist wahnsinnig schön, Märchen zu spielen. Was noch eine Sache, die mir gerade noch einfällt, die wir vergessen haben. Und zwar, wir haben ja gesagt, es wurde ja 2015 im Sommer gedreht. Das ist ja also schon ewig her. Wie lange hat es denn alles komplett gedauert, bis der Film fertig war? Unsere Arbeit waren 8 Monate. Und Vorarbeiten gab es auch, also wir waren sehr früh eingebunden wegen den Effekten. Da war noch ein Monat Storyboarding, das heißt ein Illustrator zeichnet eigentlich den ganzen Film als Comic und an dem arbeiten wir uns dann ab. Ja. Als kleine Ergänzung, weil Sie vorhin die Frage nach dem Budget gestellt haben und nach den finanziellen Mitteln, es gibt 2 Faktoren beim Film. Das eine ist das Geld und das andere ist die Zeit. Und wenn man wenig Geld hat, dann braucht man viel Zeit. Und das war der Grund, warum wir einfach gesagt haben, wir nehmen uns die Zeit, um das einfach gut zu machen. Und insofern eine übliche Märchenproduktion ist eigentlich im Dreivierteljahr abgeschlossen. Und hier hatten wir 1,5 Jahre im Grunde. Ja, also ich würde sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also gerne einschalten am 26.12. in der ARD. Das Märchen vom Schlaraffenland. Vielen Dank an euch 3.